Einen wunderschönen guten Morgen hier in Minecraft. Ja, und geweckt hat uns die Endestar hier. Natürlich. Guten Morgen. Ja, Aufstehen, Frühsport. ich bin ja gerade aus dem Bett hier gekommen. Und deswegen, ja. Mal gucken, was wir jetzt so machen. Frühsport. 100 Liegestütze. Sofort. Nee, so viel möchte ich nicht machen. Wie mache ich das jetzt mit dem Turm? Ne, ich wollte irgendwie so einen Turm jetzt aus Cobblestone machen. Gucken wir mal. Wir gehen erstmal raus aus meinem Haus. Ich habe aus meinem. Nee, nicht Haus, sondern Keller, sag ich mal. Ich habe ja jetzt nicht so ein richtiges Haus. Ich habe ja so ein kellerartiges Gewölbe hier gebaut. Also, wer sich wundert, was das ist, ja, mein Gebilde halt. Also. Manchmal bin ich froh, dass ich das Drama nicht mit angucken muss. Ja, das guckst du doch bald im Video an, deswegen ist es ja. So, jetzt hab ich den Turm erstmal. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Oh, das war knapp auf ein Herz. Oh, das war richtig knapp. Jetzt haben wir erstmal so einen Turm gebaut, so als Ankerperspektive. Und dann können wir weiter durch die weite Welt hier in Minecraft gehen. Mal gucken, ich hoffe, wir verhungern nicht. Das wär's denn noch, wenn man hier verhungern würde. Ja, den Turm, den sieht man, das ist gut. Aber ich frag mich, wie ich dann später hier zum Haus zurückfinden soll. Wenn ich dann irgendwie weit weggehe. Jetzt sieht man den Turm Den nicht Weg mehr. legen. Stimmt da. Und noch nicht dazu gekommen, dir die Minimap zu installieren. Irgendwie hat das nicht geklappt, so wie ich das wollte. Irgendwie. Stimmt, da mit dem Wegdingens, das ist eine sehr, sehr schlaue Idee. Also, da kann ich mir doch gleich mal ein paar mehr Fackeln machen und dann kann ich mir doch hier so einen Weg legen. Das ist eine gute Idee. Ich habe ja schon meine ganz vielen Fackeln. Dass man dann halt einfach so eine Spur hat. Oh, scheiße. Oh, tot. Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch. Ich gehe in mein Haus rein und dann, also in meinen Keller rein, dann steht da ein Creeper vor mir. Boah. Hihi. Oh, Das war jetzt gemein. Aber wenigstens hatte ich ein Bett, wo ich gespawnt bin. Also das ist jetzt da steht wirklich. gleich wieder ein Creeper daneben. Das war jetzt wirklich gemein. Ich gehe ins Haus und dann. Boom. Dann Boom, Gang Bang, Ja, da hat's Bang geknallt. Bang, Baggity Bang, Bang Bang Bang, Baggity Bang. Was? Da hat's geknallt. So. Machen wir uns. Oh, jetzt haben meine ganze Kohle verbraucht. Scheiße, die hätte ich vielleicht noch gebrauchen können. Aber. Umgemacht hat's. Na gut, dann habe ich jetzt erstmal richtig viel, um mir einen Weg zu legen. Ich nehme auch noch den letzten Rest an Fleisch mit. Ach nee, ich komme nicht mehr. Drei Steaks mit, die dürften ja wohl reichen, plus drei Hühnchen. Das reicht doch Kommst du nicht wohl. weit? Nicht? Da muss ich mir wohl noch ein bisschen was zu essen. Ich sag mal, ertöten. Ich ertöte dich. Ja, das ist gut. So. Wohin gehen wir denn jetzt? Ach, ich wollte ja noch meine Spur legen. Alle wie viel Meter lege ich denn meine Fackelspur? Ich weiß es nicht. Aber hier ist relativ viel Unkraut, muss ich sagen. Sehr, sehr viel Unkraut. Oh, da sind wieder meine nackten Schafe. Du weißt ja, ich habe meine Schafe hier nackt gemacht. Das ist ein Let's Play, kein Porno. Ja, schon klar, aber ein Tierporno wäre doch auch mal was. Oh ja. Schafe von hinten oder was? Ja. Oh, jetzt habe ich Gras. Ich kann hier Gras mit der Schere holen. Tutorial. Wie nimmt man ein Schaf von hinten? Das Oh wäre was für Herr Gott. Tutorial. Ehrlich. Ja. Ach, guck mal, hier ist wieder ein Huhn. So, ein Hühnchen habe ich schon mal. Gut getimt, muss ich sagen. Und hier ist Dankeschön. die schwebende Insel mal wieder. Ja, aber wir gehen jetzt einfach an dieser schwebenden Insel vorbei. Nee, wird es jetzt wieder Nacht oder warum
Nee, doch, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was Nee, jetzt doch, weiß passiert. ich nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt ist. Okay, gar nichts. Dann gehen wir einfach mal Weiß weiter. generell nichts. Ja, das stimmt. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Aha. Na gut, dann gehen wir hier. Ach, guck mal, da ist wieder ein kleines Hühnlein. Tut mir leid. Ja, tut mir leid, aber musst du leider sterben. Sonst wäre ich hier nicht weit gekommen. Ah, was ist Tut mir das denn leid, hier? sagt doch. Ja, was ist das hier? Es ist eine andere Form von einer Wüste. Oder was ist das? Tiger? Das ist massiv. Ja, Tiger könnte das sein. Das sieht massiv aus. Aha. Aber, nee, ich habe meine Spitzhacke nicht mit. Toll, ganz toll. Ja, ich kann ja nichts abbauen. Es könnte Lehm sein, aber ich weiß nicht genau, was es sein könnte. Nee, es sieht sehr massiv aus. Deswegen, ja. Sehr massives Dingens. Aha. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bringt, aber gucken wir uns das doch mal von da oben an. Ach, das hat andere Farben. Oha. Also, wobei, nee, ich gehe doch lieber wieder zurück. Jetzt bin ich schon wieder hier am Hunger verlieren. Auch toll. Auch toll. Ah, ich weiß immer noch nicht, wo ich mein Haus Machen. hinbaue. Soll ich das da hinbauen, wo ich meinen Keller jetzt habe oder nicht? Oder. Oh. Da steht, würde ich es einbauen. Was? Wenn es dort sicher ist, würde ich es dort hinbauen. Okay. Was ist das denn hier für eine Schlucht? Weil natürlich, Oh. du hast gerade den Keller auf die Lava gebaut, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Ja. Oh, hier würde ich denn doch mal gerne wieder vorbeikommen. Also, das hier sieht schon nice aus. Oder gehe ich dann doch jetzt. Ah, nee. Ich habe keine Spitzhacke. Ansonsten buddel ich mich da runter. Nee, doch. Da würde ich mal später wieder vorbeikommen, wenn ich wieder eine Spitzhacke habe. Oh, da sieht's duster aus. Sieht sehr duster aus. Nein, ich möchte hier raus. Nein, ich möchte hier raus. Nein, 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 nein. Ich gehe hier nicht rein. Ich komme später wieder. Es tut mir leid, aber ne, später. Es tut mir echt leid. Ist so. Ja, da unten, du weißt gar nicht, was da unten auf mich lauert. Also, das könnte ja der Herr Creeper sein. Der explodiert dann einmal und dann bin ich futsch. Klingt doch gut. Oh, guck mal, hier ist eine Hyazinthe oder anders genannt. Ah, nee, das ist gar keine Hyazinthe, das ist ein Flieder. Ich dachte, es wäre eine Hyazinthe slash, ja, Hyazinthe, aber ist dann doch wohl ein Flieder. Ich töte jetzt hier so viele Hühner, bis ich hier mir so viel Essen erfarmt habe, dass ich hier ein Jahr leben kann. Ein guter Plan oder nicht? Dann, wie du dort permanent nur Hühner jagst. Und jetzt sammle ich hier erstmal Kürbisse. Kürbisse sind ja auch immer wichtig. Ich weiß zwar nicht, wofür man die braucht, aber die müssten ja wichtig sein. Oder? Daraus kann man, glaube ich, so eine Jack-o'-Lanterne machen. Schön. Ja, schön. Genau. Aus den Kürbissen kann ich schön jetzt mein Halloween-Dingens basteln. Am 31. Halloween. Ja, ist das schon am Donnerstag, ne? Wo war jetzt mein Weg? Ah, da. Tatsache, nächste Woche Donnerstag. Ja, am Donnerstag ist es. Halloween. Legend. Ich hoffe, da laufen tolle Horrorfilme im Fernsehen. Das wär praktisch. Ich will mal gerne diesen Film sehen mit Michael Myers und so. Den würde ich ganz gerne. Okay, das habe ich schon geguckt, da habe ich mir versucht. Den habe ich leider noch nicht Ach. geguckt. Was ich oft geguckt habe, war Texas Chainsaw. Aber sonst habe ich eher nicht viel geguckt, was das angeht. Ist es da ein rosanes Schaf? Wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich weiß es nicht.
Ah nee, ah, nee, das ist ein Schwein. Oh, sorry. Das ist ein Schwein. Ist fast das Gleiche. Ja, schon, ne? Das ist kein rosanes Schaf, das ist ein Schwein. Ein Schwein. You're just a big inside the human Oh, es wird Nacht. Oh, es wird Nacht. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, ich möchte. Nein. Nein, nicht Nacht werden. Ne, ne, ne. Das ist hier verboten. Ich verziehe mich mal wieder in meinen Keller. Wie man so schön sagt. body. Du noch, du. In meinen lieben Pornokeller hier unten. So. Jetzt sind wir wieder sicher oder steht hier wieder ein Creeper irgendwo um die Ecke? Nee, tut er nicht. Ich glaube, das war nur, weil ich ja die Tür offen gelassen habe und ich glaube, der ist dann reingekommen. Glaube ich. Oder? Wo ist denn meine Spitzhacke? Hä? Nicht, was du machst, du fragst mich immer so. Ja, wo ist die? Oder ist die jetzt ab? Irgendwo habe ich die verloren? Nein. Echt, dass du der vor uns den Creeper und den Arsch weg. Das kann sein. Oh nein, meine schöne Spitzhacke. Jetzt muss ich wieder Eisen opfern, um eine zu machen. Mein Gott. Muss ich wieder drei Schlaf ein Eisen bisschen auf. rum. Ja. Öffnen, das Ich ist. verschwende meine Rohstoffe. Ah nee, das wollte ich nicht. Ach nee, ach ich. Ich weiß wo. Ah, ich hab nur eine. Ich hab ja meine andere Kiste. Ach, ja, das tut mir jetzt leid. Aber, ich wollte auch noch ein bisschen braten. Hier ist auch noch ein bisschen Kohle. Und dann wollte ich mir doch noch was Schönes, Warmes zu essen machen. Ich habe ja nicht umsonst 8 Hühner getötet und 7 rohe Schweine. Ja. So. Dann brenne mal. Ich Und dachte, du bist ein Massenmörder. ja, immer doch. Also wenn nicht. Massenmord ist Massensport. Ja. Es gibt auch noch einen anderen Massensport. Der fängt mit S an und hört mit X auf. Das mag's wohl sein. Ja, das weißt du nicht. Haha. Okay, jetzt buddel ich hier mal wieder wie ein Irrer durch die Gegend. Um hier krampfhaft irgendwelche Rohstoffe zu finden. Ich glaube, ich will nicht wissen, was du machst, wenn du auf Screen bist. Ach, das weißt du doch schon, aber ja. Ja, leider wäre ich da mal mit reingezogen. Ja, du wirst damit reingezogen. Ausreden, ne? Das ist eine billige Ja, was? Ausrede, das ist keine teure Ausrede, ne? Eine Ich habe teure. nicht so viel Geld, das tut mir leid, ich bin nur mal arm. Ja, eine teure Ausrede ist aber besser. Eine billige ist nicht so toll. Ja, das sind nur diese 0815-Knaller. Also. Weißt du schon wieder? Ja. Da anfangen die Leute zu knacken. Ja, klar, muss man ja. Und alles besteigen, was bei 3 Baum sitzt. Oh, ja, das. Mann, ich will ja gucken, was ist denn hier? Wobei, wenn ich weit genug buddel, komme ich vielleicht irgendwann zu dieser anderen Höhle. Oh, hier ist Eisen, oh, hier ist Eisen, oh, ich freue mich, oh ja. Das ist jetzt wie ein, weiß ich nicht. Das ist toll, dass hier Eisen ist. Oh Mann, jetzt ist es Eisen. wieder zu Ende. Und da fällt mir auf, ich habe keine Kohle mehr. Ohne Kohle nützt mir Eisenerz auch nichts. Oder? So. Aber ich glaube, ich muss mal ein bisschen tiefer buddeln. Weil in der Tiefe, in der ich momentan bin, nützt mir das, glaube ich, nicht viel, wenn ich hier die ganze Erde umbuddel. Och, da ist Dirt. Warum ist da Dirt? Dirty, 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 dirt. Ah. Was hast du denn jetzt so? Hast du irgendwas neu an Spielen oder irgendwie erzählt? Also ich bin ja, entweder bin ich einfach, habe ich einfach zu große Anforderungen an das Spiel oder jetzt immer sehr schwer, gute Spiele zu finden. Ja, du gibst einfach keinem Spiel eine Chance. Also, das sollte man mal machen.
kennen. Also, das muss mich einfach umhauen. Ich muss es sehen, das muss mich. Beyond Two Souls. Sonst, ja, zum Beispiel das, das hat. Ach, das Lied. Oh. Aber dann. Wieso hast du das da nicht, das Spiel? Also. Weil ich keine PS3 habe. Hol dir dafür extra eine PS3. Natürlich. Oh, hier ist Ich. Kohle. Passt Oder auch, doch. was ich auch niedlich fand, war Huawei's neue Augen. Huawei's neue Augen. Oh, das habe ich auch mal gesehen. Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder gehört? Das war aber ein nicht so Sehr tolles schwer. Geräusch. Wer hier hinter ist jetzt ein Dungeon? Wer? Irgendeiner gute Spiele weiß, dann am besten Kommentare schreiben, weil ich brauche ein paar Spiele, die mir gefallen. Dann kommt die Kommentiere-Kommentiershow mit, ja, wo man dann sagt, ja, okay, das Spiel, also der hat das Spiel vorgeschlagen, das ist gut oder das ist schlecht und so weiter. Hitman sagt mir tatsächlich auch was. Hitman? Hitman. Was? Hatte Hitman mal mein. Absolution? Richtig. Oh Hatte Gott, mal mein Onkel, das ne? wäre nix für mich. Oh. Warum? Ich finde es einfach, naja, ich mag das irgendwie nicht. Ist mir zu. Er erzählt. Ja, ich weiß nicht. Die Story mag ich nicht, also. Ich habe das gesehen, aber Ja. ich mag das irgendwie nicht. Jeden Fall mein Onkel hatte das mal und dann hat er mir davon erzählt, weil er war nicht so begeistert. Ich so, naja, wenn du es nicht spielst, kann ich mir mal geben. Nö, die CD habe ich zerknackt. Ich so, was hast du? Bist du doof? Boah, wie kann man nur eine CD zerknacken? Oh, Ja. das geht doch nicht. Eine CD hätte er doch verkaufen können. Ja, eben. Wäre doch auch was. Naja, wobei, ich würde jetzt ganz gerne auch die heutige Folge wieder beenden. Würde mich dann schlafen Schon auf. legen. Ja, klar. Würde mich dann jetzt hier mal schlafen legen. Und wir sagen dann einfach nochmal gute Nacht und. Ist ja schon um 8 durch, da muss langsam der kleine Björn ins Bett. Na, schon 23 Uhr durch. Ja. Also dann einfach mal gute Nacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Nacht, Dili, schlaf schön.